Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daniel und Sashi. Und wir haben heute Daily Tag, wie jeden Tag. Ist ja klar. Ja. Und wir haben heute den 11. Oktober und am 11. Oktober haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das ist Lieselotte Pulver. Oh, Lilo. Kennst du? Ja, Sesamstraße. Die ganz jungen Zuschauer kennen sie nicht. Ja? Das, ist, nicht das ist Lilo aus der Sesamstraße gewesen. War immer sehr bekannt dafür, dass sie immer ganz viel gelacht hat. So, so hat sie gelacht. Die Lilo. Oder? Immer sehr laut und sehr ausgiebig gelacht. Bei jedem kleinsten Scheißwitz. Manchmal auch einen Keks. Die hat so ein bisschen, das war für mich das blonde Haardubel von der Mireille Mathieu. So, weißt du? Ja, stimmt, genau. Achso, jetzt müssen wir wieder diese unsere Pulver machen. Ja, genau. Ja, also war auf jeden Fall, sie war eine, sie war sehr sympathisch. Hat man immer. Ach, ich fand sie nett. Die, was, ja, die war lieb. Ja, so die war immer in den Shows willkommen, weil sie immer so laut gelacht hat. Ja. Ob das deshalb war? Ja, ja, natürlich war sie auch eine gute Schauspielerin und dann war sie natürlich. Das war doch auch die kleine Piroschka. Ja, ich denke oft an Piroschka. Ja, kannst du durch Piri zu mir sagen. Piri? Piri, ja, also zu ihrem Schauspiel. Das Wirtshaus im Spessart, da hat sie auch gespielt, das war 1958 und 1, 2, 3, 1961. Geboren ist sie am 11. Oktober 1929. Wow. Ja. Doch schon so alt. Ja, ja, gut, das ist ja dann ist sie auch gestorben. Wann ist sie denn gestorben? Ist sie gestorben? Ist sie schon gestorben? Ach, weiß gar nicht. Hätte ich gar nicht mitgekriegt. Nö, dann lebt sie noch vielleicht. Wer weiß. Also, Lilo, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Ja, genau, ja. Genau. Aber wir haben noch etwas, was am 11. Oktober stattgefunden hat. Ja, und zwar 2002. Der Senat erteilte dem US-Präsidenten George Bush die Vollmacht für den Krieg in dem Irak. Auch ohne UNO-Mandat konnte er da reinmarschieren. Das Abgeordnetenhaus hatte bereits zugestimmt. So ist er natürlich reinmarschiert, wie die Amis so sind, als Kriegstreiber. Ja, tja, muss man nicht viel zu sagen. Tja, das war nach dem 11. September dann die Folge sozusagen, wie sie dann reagiert haben, die Amerikaner. Ja. Ob es rechnen sie oder nicht rechnen, sie haben so reagiert. Ja. Und das war am 11. Oktober. Genau. Ja. Wir haben aber noch hier heute am 11. Oktober einen Fakt des Tages. Der Like-Button. Kennst du den Like-Button? Nee. Bei Facebook? Ah, doch, ja. Der ja. Like-Button. Ja. Ja, ja. Der sollte eigentlich Awesome-Button heißen. Okay. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Also, das ist irgendwie so auch Awesome-Button. Scheuert, oder? Awesome-Button. Ja. Awesome-Button. Also, wenn man den Like-Button halt kennt, dann hört sich Awesome-Button ziemlich bescheuert an. Hm. Awesome-Button. Awesome ist doch ein Vorname, oder? Awesome Girls zum Beispiel. Ja, irgendwie sowas in der Art. Ja, genau. Immer so. Ja, das war der 11. Oktober. Wir sehen uns morgen wieder am 12. Oktober. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.